sind jetzt an einer entscheidenden Stelle angelangt bei der Frage, wie durchdringt die Digitalisierung auch die industrielle Produktion. Das ist für uns volkswirtschaftlich von allergrößter Bedeutung, denn es ist nicht entschieden, ob die klassische industrielle Produktion eines Tages mal der hintere Teil der verlängerten Werkbank wird oder aber ob wir es schaffen, eine gleichberechtigte Balance von digitaler Technologie und klassischer industrieller Fertigung hinzubekommen. Und wenn ich jetzt den zweiten Schritt gehe, werden plötzlich Produkte intelligent. Es werden Produktionseinheiten intelligent. Was heißt das? Das heißt, das Produkt ist nicht mehr passiv, das steht da rum, wird auf ein Fließband gelegt, läuft dort rum. Und wenn irgendwas schief geht, ja, was weiß es, gar nichts weiß es, dann geht schief, der Mensch greift ein, sondern ist jetzt plötzlich intelligent. Das heißt, es wird aktiver Player, es weiß, was es ist, es weiß, wie es produziert werden sollte, es kennt seine Qualitätsdinge, es weiß seinen Zustand, es weiß, okay, ich brauche noch 3 Schritte, um fertig zu werden, und es weiß vielleicht auch, dass die 3 Schritte nicht unbedingt nur bei dem Roboter gehen. Das ist eine gewisse lokale Intelligenz. Und wenn dieser Roboter jetzt belegt ist, dann kommt jetzt nicht einer hin und sagt, oh, Fehler, 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 sondern das Produkt hat vielleicht noch in seinem Gedächtnis eine zweite Alternative und sagt, stopp, jetzt gehe ich mal nach. Ja, die Wohnung kann auf mich aufpassen, heißt, wir haben hier eine ganze Menge Sensoren in dieser Wohnung. Diese Sensoren zeichnen Dinge auf, die können gesammelt werden. Und aus diesen Informationen kann über mich, über die Wohnung, über den Bewohner ein Profil erstellt werden. Die Wohnung sammelt Informationen über mich. Diese Informationen, die werden rausgegeben, die werden von einem Rechner von künstlicher Intelligenz verarbeitet. Dort wird ein Profil erstellt und dort wird auch geguckt, ob Abweichungen sind. Falls Abweichungen von dem Normalprofil sein sollten, dann können die an einen Pflegedienstleister, also an einen Menschen, dann wieder weitergegeben werden. Und der entscheidet, der kann dann entscheiden, was zu tun ist. Der kann zum Beispiel anrufen und so kann die Wohnung wirklich auf mich aufpassen, dass mir nichts passiert. Und sollte mir was passieren, wird die Wohnung das auch über die Sensoren ziemlich schnell mitbekommen. Also Internet der Dinge ist ja, wie der Name das schon sagt, dass Dinge plötzlich mit dem Internet verbunden werden. Also das, was man jetzt heutzutage ja schon totaler Standard ist, dass Computer mit dem Internet verbunden sind, mittlerweile auch Smartphones, ist ja eigentlich ein Ding, aber ein technisches Gerät, und in Zukunft bedeutet das, dass eben Dinge, die per se eigentlich nichts mit Technik zu tun haben, wie ein Tisch zum Beispiel oder eine Tasse, durch IT aufgerüstet werden und dadurch die Möglichkeit haben, Kontakt ins Internet zu bekommen. Beziehungsweise dann haben die eben Sensoren und Aktoren integriert quasi und sind dann in der Lage, Informationen zu verarbeiten oder aufzunehmen oder beides. Bestenfalls dann auch noch Aktionen auszuführen und über das Internet Informationen zu verarbeiten und weiterzugeben. Es ist so, ich sagte ja schon, dass diese peripheren Sachen, also gerade was diese ganze Verwaltung angeht, also die Auftragsverwaltung, die Produktionsplanung, das Angebotswesen und auch die Faktura und Buchhaltung und so weiter, da sehe ich sehr großes Potenzial und da arbeiten wir auch aktiv dran. Aber jetzt bei dem Kerngeschäft, also dem Spänemachen, da ist so viel Kreativität erforderlich und die Umgebung ist so inhomogen, in der man sich zurechtfinden muss, das ist einfach Maschinen nicht beizubringen, noch nicht. Also man kann sich ja das einfach mal genau angucken, wo haben sich denn Maschinen oder Algorithmen etabliert? Ja, nur in den Bereichen, zum Beispiel im Bankwesen oder eben bei der Konstruktion, zum Beispiel CAD-Programme, wo es eine Datenwelt gibt, die relativ gut überschaubar ist, die relativ homogen ist.